Ja, da bin ich mal gespannt, ob wir jetzt... Nee, hier kommen wir gar nicht rüber. Leute, sag das doch. Das ist doch genau das, was ich gerade eben festgestellt habe. Hier brauchen wir auch eine Gasmaske. Also kommen wir hier überhaupt nicht hin. Ohne die Gasmaske. Na, Schapitze. Okay, wir holen uns einen anderen Verbindungsturm. Dann sind wir wieder in der Wüste. Was soll's? Die Ausstattung haben wir eh gerade. Wir suchen uns den Verbindungsturm und der wird auch neutralisiert. Nein, per Schnellreise. Ich kann per Schnellreise. Sonst auch zwischen den Türmen. Habe ich noch nie gemacht. Wir looten jetzt erstmal die Stadt hier leer. Hier ist so viel guter Loot, den ich brauche. Ich habe das Gefühl, ich brauche das jetzt für mich. Oh, das sind ein paar mehr. Wenn der eine da in der Tür steht, sollte man doch meinen, dass der andere nicht rauskommt, oder? Oh, jetzt hat's mal geleckt. Ja, was machst du jetzt? Jetzt bist du draußen, ich bin drin. Wenn wir jetzt hier querfeld einrennen, wir rennen jetzt hier oben mal so ein bisschen lang. Müsste ich dann nicht auch hier hinkommen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir rennen jetzt zum Turm. Da müssen wir das nicht 10-mal alles klären, sondern ich renne jetzt hier mal so ein bisschen wüstig hier lang. Oh, schon wieder so einer. Oh, warte. Das muss ich mitnehmen. Wir können das jetzt einmal versuchen. Ich glaube, ich muss diesen Kompass dafür auswählen. Also du brauchst ein bestimmtes Accessoire. Oh. Inspizieren. Das ist interessant. Ich glaube, ich muss irgendwie diese Obelisken mit Energie versorgen. Ich sollte mir noch einen ansehen, um weitere Hinweise zu sammeln. Okay. Bauplan kann ich jetzt wieder ablegen. Da nehme ich die Schaufel. Das sieht so aus, wie man hier schaufeln könnte. Sag mal, kannst du einfach mal da, wo ich dir anzeige, dass du... Nein, okay. Das ist die Oase. Die ist das unterhalb von uns. Okay, in der Richtung. Nee, das ist nicht die Oase. Das ist einfach wieder der Dschungel, alles klar. Kommt man hier nicht rein? Anscheinend nicht. Okay. Das heißt, ich muss da hinten langlaufen.
Hand. Das letzte Mal einfach da nicht weiterlaufen. Warum nicht? Da ist bestimmt irgendwas. Wahrscheinlich kann man da nicht weiterlaufen. Kann das sein? Mandrakes, das ist die Diamantenmine. Warum bin ich da nicht weitergelaufen? Ach, guck mal an. Und hier ist alles. Hier ist ein Feuer. Und da muss hier auch irgendwo der Verbindungsturm sein. Da ist er. Okay, dann aktivieren wir den mal gleich. Landkarte für den Bereich Sengwüste erhalten. Jetzt haben wir da die komplette Karte und da ist der nächste Turm. Alles klar. Der nimmt nur den. Und ich nehme die tödliche Frequenz. Die restlichen versuche ich mir noch aufzubewahren, aber das, den Spaß gönne ich uns mal. Für die Ernährungsmine brauchen wir gelootet. Jetzt wird so richtig gelootet. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit zurückgehalten. Weißt du, wir sind den brav den Quests nachgegangen. Wir haben den Verbindungsturm endlich repariert. Brav Stahl hergestellt, Titan hergestellt. Und jetzt will ich was dafür sehen. Können wir gleich mal eben gucken, ob wir, wie das mit der schnellen Reise läuft. Ich habe das selber noch nicht ausprobiert. Müssen wir mal gucken. Ach komm, das hat doch eben auch funktioniert. Also wenn das Mantle wirklich für die Switch rauskommt, oh oh. Ah, schwierig. Wobei ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man das so extremst spielt, wie ich das gerade mache oder wenn man das jetzt so macht und dann eigentlich mit allem durch ist, ob man das dann nochmal braucht, nochmal neu anzufangen. Weil du ja irgendwann richtig froh darüber bist, dass du die ganzen Werkzeuge schon auf so ein hohes Level gebracht hast. Da willst du eigentlich nicht nochmal komplett neu anfangen müssen. Die können wir noch nicht zerlegen, ne? Nee. Auch nicht, alles klar. So, was haben wir denn hier Schönes? Toll. Jetzt hat sich das blöde Viech da in den Weg gestellt.
mal da. Das ist so ein explosiver Schmeißer, ne? Aber da sind explosive Fässer drin. Machen wir mal eins nach dem anderen. To cover the whole island. Do not leave your house under any circumstance. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Okay. Da bin ich echt mal gespannt, was dahinter steckt. Ich meine, das ist ja klar, dass sie die alle verhohne People, ne? Die ganze Bevölkerung, dass sie die immer dann beruhigen wollen und dafür sorgen wollen, dass sie dann halt keinen Blödsinn machen, die sich selber vielleicht in Sicherheit bringen können. Achso, oh Gott, ich dachte gerade, jetzt wäre der Loot weg. Aber wir merken uns, wenn ich die Sachen zerschlage, die ich durchsuchen kann, verliere ich nicht den Loot. Nur nicht den Loot verlieren. Oh mein Gott, so ein T-Shirt hätte ich gerne. Ich möchte so ein T-Shirt haben, nur nicht den Loot verlieren. Ja, das ist es. Ich bin leider nicht sehr begabt, was das Malen anbelangt, aber das wäre echt cool. Oh, da muss ich. Da, oh, das klingt gut. Gibt's bestimmt schon, ne? Ich habe das Gefühl, immer wenn mir irgendwas einfällt, dann gucke ich nach und dann gibt's da schon ein T-Shirt zu. Ich schreibe mir das jetzt auf. Zuletzt hatte ich das bei, wobei das wusste ich vorher schon, dass es da T-Shirts zu gibt. Da, put the Romans back in Necromance. Wer den Loot nicht ehrt. Ja, das sagen ja sowieso viele. Das weiß ich, dass ich da. Ich bin ja nicht der einzige Spieler, der so verrückt nach Looten ist, oder? Oder? Warum ist da eine Mauer dazwischen? Die können wir noch nicht zerlegen. Hat seine Tasche noch nicht voll? Schon voll? Wer den Loot nicht ehrt, ist den Sub nicht mehr. Das ist ja fies. Nein. Also wenn man hier irgendwann ansatzweise das Gefühl hat, dass man hier nicht willkommen ist, nur weil man keinen Sub hat oder sowas. Nein, auf keinen Fall. Gottes Willen. Das soll ja. Doch unabhängig davon. Jetzt Metallschrott einsammeln, aber das möchte ich nicht. Was für eine Arroganz, ne? Dass ich keinen Metallschrott mehr einsammeln. Dabei brauchen wir den dringend wieder. Wir haben den eben komplett verballert. Da ist aber auch was ich lesen möchte, wenn ich jetzt hier alles in die Luft jage, schlecht. Wie Mook widert. Oh, was für eine Kettenreaktion. Okay. Ha, hast du davon. Okay, was steht denn da?
Diese Ablage ist ein Saustall. Wie soll man denn da irgendwas finden? Clark, sorg hier lieber für Ordnung. Okay. Ich fürchte, Clark wohnt hier nicht mehr. Auf 70, okay. Okay. Oh, diese Explosivfässer machen so viel Spaß, ne? Das macht so viel Spaß, damit Sachen zu zerlegen. Haben mich doch wieder Metallschrott, aber es macht nichts. Das muss ich auf jeden Fall noch sehen. Eine Symphonie. Tanzen sammle ich den Loot ein. Passend zur Musik. Ich hätte aber niemals gedacht, dass diese Musik wirklich so gut zu diesem Spiel passt. Ne? Man sollte ja meinen, dass manchmal dann eher... Wahrscheinlich ist die Originalmusik richtig toll. Und ich würde sie auch ganz groß... Oh, das war so knapp. Ich würde sie bestimmt auch ganz toll finden, aber das Risiko ist mir auch zu groß. Ich finde, das passt trotzdem sehr gut mit dieser Musik. Nein! Nein, nein, nein! Oh! Damn it. Du kannst nichts mehr mitnehmen. Das ist ein Gerücht. Warte, jetzt sind wir ja eh wieder mit allem voll. Das ist auch egal. Wie geschmeidig der Loot nach unten rutscht. Ja, komm du mal ran hier. Ich krieg dich auch noch. Zack, das war's mit dir. Jetzt noch das andere Vieh. Den würde ich aber auch ganz gerne so weghauen, weil der mich ziemlich nervt. Mist. Das hat nicht viel Schaden gemacht. Das hat aber Schaden gemacht. Das ist eine Quest, okay. Gucken wir gleich mal eben. Hoffentlich keine 75 Sekunden. Naja, wir sind ja voll geheilt. Untersuchen. Auf dem Weg nach nirgendwo. Eine imposante Lokomotive steht neben dir. Bei genauerer Betrachtung scheinen ihr ein paar wichtige mechanische Teile zu fehlen und sie ist nicht fahrbereit. Eine daran befestigte Notiz erwähnt eine verschollene Ersatzteillieferung und einen Ortsnamen Solaris. Vielleicht solltest du mal nachsehen. Ziel, finde Ersatzteile für den Wüstenzug, repariere die Lokomotive beim Mandrakes Diamantenmine. Okay. Waren wir schon in Solaris? Was brauche ich denn dafür? Äh...
Ja, okay. Egal was. Es ist in Solaris und nicht hier. Alles klar. Okay. Hat jetzt auch gerade jemand einen Schlager im Kopf? Ich singe ihn jetzt auch nicht. Oder Querfels? Warum lasse ich alles liegen? Naja, weil ich voll bin. Haben wir das schon entdeckt? Einerseits kommt mir das bekannt vor, andererseits aber auch nicht. Gucken wir da mal eben, wo das uns hinschickt. Schon mal weg. Das ist richtig dicht dran an der einen Dings, an diesem einen Haus da, ne? Hm. Solaris, so. Da oben. Okay, da kommen wir so gar nicht hin. Oder warte mal, hier ist irgendwas. Da ist auf jeden Fall noch was. Das heißt, wenn wir da... Oh, warte mal. Nach da laufen. Hier ist ein Bauernhof. Da ist ein Bauernhof. Hier können wir rüber und dann wahrscheinlich von da aus. Okay. Dann haben wir Solaris noch nicht entdeckt. Okay. Jo, dann laufen wir der Quest mal nach, würde ich sagen. Sorgen wir hier. Der ist respawned. Jetzt rennt er aufs Dorf natürlich. Den hatte ich ganz vergessen. Oh. Okay, toll. Den hatte ich komplett vergessen. Da komme ich aber von der Seite gar nicht durch, ne? Nee, da muss ich wieder außen rumrennen. Och Mann. Gibt's hier keine Abkürzung? Müssen wir komplett einmal rumrennen, okay. Marine. Dann, wie gesagt, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib geduldig, bis zum nächsten Mal und viel Spaß morgen. Und dann später noch eine gute Nacht. Oh, jetzt renne ich genau da durch. Oh nein, 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 nein. Shit. Thank you.
am Rande zu halten und niemand sieht mich. Siehst du? Funktioniert. So, mein Lappen will ich auch wieder haben. Mein Taschentuch, um meine Tränen zu trocknen. Okay, da ist wieder ein großer. Oh, eigentlich hätte ich die auch ganz gerne hier weg. Sag mal, kannst du dich mal umdrehen? So, geht doch. Okay. Vielleicht doch so ein bisschen nerven, da ist schon der Bauernhof. Okay, vertrockneter Hof in der Sengwüste. Da ist ein Feuer. Was hat es mit dem Hof hier auf sich? Ein Wunschbrunnen, okay. Was will der Wunschbrunnen haben? Ein Kaktus. Ein Kakteenstück. Warte, da müssen wir mal wieder rausrennen. Oh, natürlich. Okay. Diese Immobilie steht zur Zwangsversteigerung. Okay. Dann nehmen wir uns die mal. So ein Kaktus wollte ich eigentlich gerade eben. Ne? Der hat mich wieder abgelenkt. Kaktus. Hätten wir uns eigentlich auch eben aus der Kiste nehmen können, aber warum, wenn die welche vor der Tür stehen? Dankeschön, Quercus. Ich sehe nicht wirklich einen Unterschied, den der Magnet machen soll. Das ist aber, glaube ich, nichts, was ich auswählen muss, der Magnet. Na, ich guck mal eben, jetzt wo du das sagst. Wir haben ihn ausgewählt. Aber wir werden ihn verbessern müssen, denke ich mir mal. Da können wir gleich mal eben gucken. Mal gucken, was wir benötigen. Wahrscheinlich brauchen wir wieder Stahl oder sowas. Nee, brauchen wir gar nicht. Elektronikteile, Gummi und Mana-Perlen. Alles klar. Dann erhöhen wir auf 200% und mit die Tor. Autsch. Wirklich. Also ich habe vor, irgendwann alles zu verbessern, ne? Davon mal abgesehen. Das braucht aber Stahl. Das braucht Titan. Macht aber Schaden durch Powerangriff. Haben wir das aber gar nicht ausgewählt im Moment, oder? Ich glaube nicht. Wir haben immer noch... Wobei, das macht insgesamt... Doch, es macht 20 Trefferpunkte mehr. Das lohnt sich schon. Die Schadensablenkung ist schon nicht schlecht und 27 durch kritische Treffer ist nicht schlecht. Schutz vor Hitze brauchen wir gerade, weil wir in der Wüste sind. Ja, ich glaube, es ist schon ganz gut gewählt. Wir haben ihn jetzt einmal verbessert, den Magneten. Du musst dich, glaube ich, sowieso mal ein bisschen bewegen, sonst passiert da nicht viel.
Achso, ich wollte eigentlich nachgucken, was hier noch ist. Ne? Der Wunschbrunnen. Egal was, es ist Schmetterling, ne? Material nehmen und zwar einmal ein Stück Kaktus. Was kriegen wir davon? 3 Möhren, einen legendären Lachs, 4 Tomaten. Das ist jetzt nicht so wirklich. Also selbst der Lachs ist noch nicht mal das Problem. Wir haben, glaube ich, von allem genug. Ich nehme den Lachs. Hier könnten wir überall noch was anpflanzen. Ne? Wäre vielleicht eine Idee, so überall so kleine Basen hinzubauen.